Komm wieder raus. Schauen, was, kriegst du raus? Ob unterwegs noch was lag, was wir mitnehmen könnten. Und wenn dort nichts lag, was wir mitnehmen könnten. Ich wollte nochmal. Ich bin heute vergesslich. Feindliche Übernahme. Geben Sie uns das Pferdekopfnebel. Im Fortuna-System. Okay. Pferdekopf, Fortuna. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Habe ich bis dahin vergessen. Seht es mir nach. Ich war noch nie gescheiter, glaube ich. Habe es schon immer gerne vergessen. Ich denke einfach an so viele andere Sachen. Zum Beispiel an Schokolade und Kuchen. An die Weltherrschaft. Alles so übliche Gedanken. So, laufen Sie schneller, junge Dame. Sie wollen das noch vollenden und dann wollen Sie irgendwann auch nochmal die Welt retten. Weil Sie haben ja auch die Zitadelle im Nacken. Und Sie steigen hier ein und Sie drücken genau diese Taste, um genau dieses hier zu tun. Ich hätte noch ein bisschen durch die Gegend fahren sollen, wegen irgendwelchen Mineralien, aber nö. So, jetzt gucke ich nochmal nach. Pferdekopfnebel. Bei deiner Mutter. Nein. Pferdekopfnebel im Fortuna-System. Von Helena. Warum ist sie abgereist eigentlich aus der Zitadelle? Pferdekopf, Fortuna. Achso, nein, hier ist. Und dann so. Und dann so. Fortuna, Pferdekopfnebel. Pferdekopfnebel war, glaube ich, auch ausgeschrieben. Habe ich, glaube ich, schon fünfmal vorgelesen. Wobei ich gerne nochmal, bevor ich das tue, einmal kurz bei Ming reinschauen würde. Wollte. Gerne. Nur mal gucken, ob es möglich ist, dort noch etwas zu erkunden. MS Worthington. Hier ist ja nichts zum Anklicken. Ich glaube, hier waren wir nämlich schon. Nein, hier waren wir noch nicht. Erkunden, ich lese es nicht vor. Medaillon gefunden. Scannen Objekt Trümmer nach dem Normandy. Ja, wunderschön. Salarianerorden. Traumhaft. Dann muss ich vielleicht auch nochmal zu der MS sonst was. Prag. Hat sich einer verschrieben, das heißt Prag. Soll ich es trotzdem vorlesen? Prag ist ein großer Festplanet mit einer Atmosphäre aus Stickstoff und Argon. Trotz der großen Entfernung von 600 AE. Also nicht. Zum Stern. Das hat bestimmt irgendwo mal. Und das ist bestimmt auch total logisch und mir fällt es gerade nicht ein. Zum Stern Ming ist die Planetenoberfläche sengend heiß. Sie besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen an Silber. Die Extremstrahl- und Hitzebedingungen auf der sonnenzugewandten Seite Paraks machen eine Landung ohne Kriegsschiffschutzschilde unmöglich. Parag rotiert in entgegengesetzter Richtung zu den anderen Himmelskörpern des Ming-Systems. Dadurch ist es wahrscheinlich, dass der Planet nachträglich in dieses System gelangte. Wir finden ein großes Vorkommen an Titan. Super, können wir ein bisschen Titanfall spielen. Titanfall. Titanfall. Na, 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 Titanfall. Oder so ähnlich. MS Worthington. Die Worthington ist ein menschliches Modullastschiff der Kolon-Klasse oder so ähnlich. Kaulon. Ist mir egal. Das für verschiedene Fracht- und Personentransportzwecke gebaut wurde. Das Schiff scheint seit lange nicht mehr genutzt worden zu sein. Die Haupttriebwerke sind erkaltet und es treibt durch den Orbit von Antiropus. Ich gehe mal an Bord. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren, aber ich gehe trotzdem mal an Bord. Mit meinen zwei Süßen. Und speichere nochmal, weil ich nichts zu tun habe, sonst speichere dich doch, blöde. Und geh an Bord. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon waren. Ja. Alles wurde deaktiviert, nur die Lebenserhaltung funktioniert noch. Oh, eine Kiste. Oh, hallo. Hallöchen, es lohnt sich doch mal links und rechts zu gucken. Dann haben wir demnächst nämlich wieder was zum Rumkrabbeln. Indem wir gucken können, eine halbe Stunde lang. Ob dies das so... Ich erwarte ja, dass hier noch irgendwas ganz Böses kommt gleich. Haben Sie das gehört? Hm. Wir sind nicht allein. Ich hab's nicht gehört, aber wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Wir sind bestimmt Rachni. Oder? War kein Unfall. Das könnte alles eine Falle sein. Ja und? Ich hab mich gerade voll erschrocken, du Bastard! Ich hab schon ein bisschen Schiss gerade. Ich laufe gern. Was ist das denn? Fehlerhaftes Objekt. Was machen die Xe hier?
Ich möchte das gerne mitnehmen. Und möchte gerne die Waffe ziehen. Das X ist hinter der Wand, okay. Es ist ein wenig unangenehm gerade. Hallo? Ich meine, wir haben ja vorher gespeichert. Hallo? Crew Computer? Sie sagen, Jacob sei fort. Sein Hirn würde nicht mehr funktionieren. Darum wollen sie die Maschinen abschalten. Aber Jacob ist das Einzige auf der Welt, das mir wichtig ist. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Und das macht mich fertig. Ich fühle mich so hilflos und so verdammt wütend. Dr. Smith hat mir Medikamente zur Beruhigung gegeben. Aber ich kann sie nicht nehmen. Nicht, solange ich keinen Weg gefunden habe, Jacob zu helfen. Ich kann und ich werde ihn nicht aufgeben. Das hört sich nicht so toll an. Hier, ne? Ich habe keinen Bock, alles nehmen. Okay. Zed heißt? Jacob scheint keine Hirnaktivitäten mehr zu haben. Wir können nichts mehr für ihn tun. Er würde nicht wollen, dass ihn Maschinen am Leben erhalten. Daher sollten wir die Lebenserhaltung abschalten. Aber Dr. Smith macht sich Sorgen, wie Julia darauf reagieren wird. Sie kann Jacob offenbar nicht gehen lassen. Der Stress wirkt sich negativ auf ihre Implantate aus und sie bekommt Migräne. Es wäre wahrscheinlich für alle das Beste, wenn wir ihr erst hinterher sagen, dass wir die Lebenserhaltung abgschaltet haben. So hätte sie... Julia, was machen Sie denn hier? Warum sind Sie... Ah! Ja, ich glaube, wir müssen gleich gegen Julia kämpfen. Oder gegen Jacob, weil Jacob jetzt die Maschine ist. Nein, keine Ahnung. Das ist Jacob. Bestimmt. Egal, ich möchte erstmal hier alles in die Tasche stecken. Jacob wird es nicht schaffen. Sein Gehirn hat zu lange keinen Sauerstoff mehr bekommen. Wir können nichts weiter für ihn tun, außer ihn in Würde sterben zu lassen. Genau das hätte er gewollt. Ich mache mir größere Sorgen um Julia. Sie zeigt Anzeichen ernsthafter Depressionen. Ich habe ihr zwar Medizin gegeben, sollte aber lieber den Captain warnen. Das heißt, wir suchen jetzt nach Julia. Sag ich doch. Oh, ich habe die Schrotflinte ausgerüstet. Kannst du mal aufhören? Danke. Oh, ich habe sie nicht mal geschossen, getötet. Das war wer anders. Und jetzt? Kann ich jetzt Jacob töten? Die Maschine hält ihn am Leben. Keine Hirnaktivitäten. Er ist tot. Dieser Körper ist nur eine leere Hülle. Naja, soll ich ihn jetzt hier liegen lassen und verrecken, ohne dass... Ja, komm. Vielleicht sollten wir die Maschine abschalten. Das wäre wohl das Beste. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Aber vielleicht sollten wir erst etwas unternehmen, wenn wir genauer wissen, was hier los ist. Das heißt, ich darf jetzt noch weiter rumlatschen? Ich weiß es doch schon. Aber... Nö. Gab's hier nicht noch eine Tür? Irgendwo? Ich komme gleich wieder. Wir wissen doch genau, was hier los ist. Ach ja, ich sollte mich daran erinnern, dass die Dinger immer noch in die Luft gehen. Naja. Welches darf ich noch in die Fresse kriegen? Ja, dass ich mich auch jedes Mal wieder erschrecke dabei. Naja, ich würde sagen, wir wissen, was hier los ist. Wir schalten ab. Von da sind wir gekommen. Da geht's ja gar nicht lang. Okay. Ich würde sagen, dann muss der arme Junge... Ich meine, er ist ja schon tot. So. Ich das ja nochmal gegenrenne. So leid es mir auch tut... was will man machen? Wenn Hirn tot, dann ist leider auch nichts mehr von der Person eigentlich über. So ungern man das hören möchte als Angehöriger. Ich speichere vorher trotzdem mal.
Ja. Und er wird dann halt auch nicht mehr werden, weil ohne Gehirn geht halt nicht. Es war nicht leicht, aber es ist besser so. Ja, für uns war das, oder für mich war das jetzt gerade in dem Fall schon leicht. Ich kenne ihn nicht. Und wenn ich hirntot wäre, möchte ich auch nicht durch irgendwelche Maschinen am Leben erhalten werden, weil es ist kein Leben. Hirntod wacht nicht wieder auf. Es ist leider so. Ja, gut. Haben wir, naja, Leben gerettet? Nicht wirklich. Wir haben eine Frau umgebracht und den anderen, naja, erlöst. Ich kann das jetzt, ich bin kein Mediziner. Ich kann nicht sagen, was bei dem Hirntod alles funktioniert oder nicht funktioniert, aber eigentlich funktioniert ja nun wirklich nichts mehr, was einen zum Menschen macht. Außer halt die Körperfunktion. Würde ich jetzt mal sagen. Falls da jemand genaues weiß, kann er mir das gerne berichten, aber ich würde so nicht leben wollen. So, jetzt wollen wir zum Pferdekopfnebel, ne? Ich würde sagen, das machen wir heute nochmal. So. Head aus, head aus, head aus. Noveria? Das heißt, wir wollen hier hin und dann wollten wir wohin? Fortuna wollten wir, ne? Fortuna. Da waren wir auch schon mal, ne? Ich glaube zumindest, wir waren da schon mal. Heute auch ohne Eis unterwegs. Dann können wir auch bestimmt nur wieder auf einem Planeten landen, ne? Hier nicht. Hier auch nicht, glaube ich. Hier können wir... Oh, wir waren ja noch gar nicht. Oh. Terolum ist eine eiskalte Welt mit einer dicken Stickstoff-Argon-Atmosphäre. Die Oberflächenschicht besteht aus Silikaten und einigen Eissorten. Eis. Weist aber auch erstaunliches Vorkommen an Phosphaten auf. Da in der Atmosphäre kein Sauerstoff enthalten ist, sind die Phosphate vergleichsweise rein und können einigen Wert für die Herstellung von Düngestoffen und Brandmunition darstellen. Plutonium, wunderschönes Plutonium. Ich würde sagen, auf dem können wir nicht landen. Nein, den können wir erginden. Wir können ihn erginden. Marganlis. Marganlis ist eine terrestrische Felsenwelt mit einer Schwefeldioxidatmosphäre. Immer diese Namen. Mit Spuren von Helium. Bei Scans wurden die uralten Lavaebenen auf der Oberfläche entdeckt. Dies deutet auf eine geologisch aktive Vergangenheit hin. Die Oberflächenkruste besteht aus Schwefel und Basalt. Aber die Masse des Planeten deutet auf einen Kern aus Eisen oder noch schwereren Stoffen hin. Oberflächliche Bohrproben lassen darauf schließen, dass die Existenz einer einfachen, unterirdischen Lebensform durchaus möglich ist. Trojanische Insignien gefunden, das ist toll! Beim Scannen des Planeten Marganlis haben sie die Überreste eines beschädigten Forschungsschiffes gefunden. Ihr Rettungsteam fand keine Überlebenden, aber dafür die Insignien des Rokam-Außenpostens. Das ist schon ganz nett. Und jetzt haben wir noch hier. Was? Amarantine? Amarantine ist eine kalte Felsenwelt mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Die gefrorene Oberfläche besteht zum großen Teil aus leichtem Titan und Aluminiumoxiden sowie Vorkommen von Thorium und anderen Schwermetallen, die sich tief in der Planetenkruste finden lassen. Amarantine oder Amaranthine erhielt seinen Namen von der menschlichen Dichterin Sophia Cabral, während sie ihren Dienst an Bord des Allianz-Forschungsschiffes Cabrio irgendwas ableistete. Unter dem Dämmerlicht des roten Zwerges Fortuna erscheint die Oberfläche des Planeten selbst am helllichten Tag in was schangierenden blauen und violetten Farben. Okay, wunderschön. Ich würde sagen, da landen wir doch mal, ne? Hört sich gut an. Ach ja. So. Annehmen.